Auf geht's Erlangen, auf geht's Erlangen, Rot-Blau HCE. So, herzlich willkommen. Hiermit eröffne ich die Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Hartmut Meierhofer. Ich begrüße neben mir unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Sportdirektor Raul Alonso, Herr Meierhofer selbst und natürlich auch alle Anwesenden der Presse. Das Wort übergebe ich an René. Dein Statement bitte. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite und herzlich willkommen an alle, die heute hier sich versammelt haben. Es ist für mich wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, weil wir lange versucht haben, Hartmut Meierhofer zum HC Erlangen zu lotsen. Jetzt ist es endlich gelungen. Aber vielleicht noch kurz einen Satz auch dazu. Wir haben es ja auf der letzten Pressekonferenz schon relativ ausführlich dargestellt, wie es dazu auch gekommen ist. Nachdem wir mit Raul Alonso häufig schon auch im vergangenen Jahr darüber gesprochen haben, dass wir uns strukturell einfach wieder so aufstellen sollten, dass Cheftrainer und Sportdirektor in zwei unterschiedlichen Positionen bekleidet werden sollten, war aber einfach letztes Jahr die Situation die, dass kein geeigneter Kandidat auf dem Trainermarkt verfügbar war. Und wir haben ganz klar gesagt, beim Trainer machen wir keinen Kompromiss. Wir haben uns lange darüber ausgetauscht und dann einfach auch Raul gebeten, das noch mindestens für ein weiteres Jahr zu machen. Waren wir auch sehr, sehr froh drum, dass er das auch getan hat. Nur jetzt war die Situation eine andere. Wie schon gesagt, wir haben Harti schon seit vielen Jahren auf dem Schirm, haben auch schon viele Gespräche mit ihm geführt, wollten ihn schon mehrfach zum HC Erlangen locken. Es hat aber aus unterschiedlichen Gründen leider noch nicht funktioniert. Entweder weil er unter Vertrag stand oder weil einfach er schon irgendwo seine Zusage gegeben hat. Dementsprechend ja, bin ich jetzt umso glücklicher, dass es geklappt hat, weil wir auch ganz klar gesagt haben, hätte es mit Hartmut nicht funktioniert, dann hätten wir Raul nochmal überreden müssen, mindestens ein weiteres Jahr das zu machen, weil alle anderen Kandidaten, auch wenn sie mit uns jetzt in der Presse schon in Verbindung gebracht wurden, haben wir von vornherein gesagt, sind aus unterschiedlichsten Gründen für uns nicht zielführend. Deswegen gab es ganz klar, wir hatten einen Wunschkandidaten und der sitzt jetzt heute links neben mir und dementsprechend ja, bin ich halt sehr, sehr froh und will auch hier absolut herzlich willkommen heißen. Harti, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Und man muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Die Trainersuche ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Also nur weil vielleicht Namen oder Kandidaten auf dem Markt sind, heißt es ja nicht, dass man sich da einfach einen rauspickt und dann wird es ja von alleine einfach funktionieren. Sondern es ist ja ganz, ganz wichtig, dass erstmal der Kandidat, na klar, logischerweise verfügbar ist. Zweitens, dass seine wirtschaftlichen Rahmendaten zu unseren Möglichkeiten passen. Aber auch, dass einfach der Mensch und der Trainer zum Verein, aber auch zur Mannschaft passt. Ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Weil Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Auch, dass zum Beispiel der Trainer auf der gleichen Wellenlänge wie Alonso liegt, der vor anderthalb Jahren einen Spielstil hier installiert hat, der für uns elementar wichtig ist und meiner Meinung nach auch komplett alternativlos. Der Handball, der moderne Handball, ist einfach schnell, dynamisch. Und das hat er vor anderthalb Jahren hier implementiert. Wir stehen als Verein komplett dahinter. Wir wissen auch, dass das ein Umstellungsprozess ist, der einfach auch Zeit braucht. Das haben wir immer gesagt, dass wir auch diese Zeit und diese Geduld haben, haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass der neue Cheftrainer diese Philosophie fortführen muss. Weil ansonsten würden wir jetzt alles wieder auf links drehen und wieder von vorne anfangen. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Da machen wir keinen Kompromiss. Der Trainer muss diesen Weg, den wir vorgeschlagen haben, genauso sehen, genauso vollführen. Und dementsprechend haben wir dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, Harti ist voll auf unserer Wellenlänge und denkt genauso wie wir, handelt wie wir. Und deswegen, wie gesagt, bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir mit ihm jetzt in die Zukunft gehen. Wünsche ihm natürlich viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit und ja, ich freue mich auf die Zeit mit ihm. Dankeschön. Danke dir, René. Raul, dein Statement bitte. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, auch große Freude von meiner Seite zu spüren. Ich freue mich sehr, dass wir heute Hartmut hier vorstellen können und dass wir ab sofort gemeinsam hier zusammenarbeiten werden. Wie René schon erwähnt hat, es ist immer ein Prozess, den richtigen Cheftrainer zu finden und den natürlich auch zu überzeugen für das, was jetzt noch ansteht an Möglichkeiten, an Arbeit, an Begeisterung. Dementsprechend ja, bin ich natürlich sehr glücklich, dass es auch so gut geklappt hat. Wir haben natürlich auch nach einem Trainer gesucht, der nicht nur die Komponente hat, die René eben gerade angesprochen hat, sondern auch der in der Bundesliga einfach
seine Erfahrung auch gesammelt hat und sehr erfolgreich. Der weiß, wie diese Taktung funktioniert, der versteht, wie eine Saison ausschaut und der natürlich auch im Falle von Hartmut extrem große Erfolge feiern durfte. Dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich über diese Verpflichtung und ich freue mich auf eine super Zusammenarbeit. Die hat sich auch in den ersten Gesprächen sehr schnell herauskristallisiert, dass man auf einer Wellenlänge liegt, dass man nicht nur, was das Spielerische anbetrifft, sondern auch das Menschliche. Das ist auch wichtig, dass wir einen Cheftrainer haben, der zur Mannschaft passt, der zum HC Erlangen passt, der auch einfach mal mit seiner persönlichen Note diese Idee fortsetzen kann. Und natürlich freue ich mich persönlich, dass Hartmut eine Mannschaft vorfinden kann, die gut ausbalanciert ist. Wir haben meiner Meinung nach gute Transfers getätigt und wir können wirklich positiv auf die Zukunft blicken. Wir wissen, dass extrem viel Arbeit vor uns liegt, aber ich kann es nur betonen, für mich eine große Freude, dass wir mit dir zusammen, Hartmut, diese Arbeit angehen werden. Danke dir, Raul. Das letzte Wort hat Herr Meierhofer. Bitte. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke für die einleitenden Worte. Vielen Dank an die Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe und ich spüre eine wirklich große Vorfreude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich habe im Vorfeld, als es die Gespräche gab mit den Verantwortlichen, habe ich relativ schnell gespürt, welch hohes Maß an Professionalität hier in diesem Verein herrscht und wie groß der Wille ist, tagtäglich besser zu werden. Und ich kenne die Historie der Erlanger Handballer schon seit langem. Ich habe als Spieler selber gegen die CSG, gegen die HG gespielt. Ich war als Trainer in Bietigheim, als wir gemeinsam in die erste Liga aufgestiegen sind. Unsere Klingen haben sich dann mit Göppingen des Öfteren hier gekreuzt. Deswegen konnte ich diesen Weg der Erlanger Handballer eigentlich aus der Ferne zwar nur, aber immer ganz gut betrachten. Und was mir hier imponiert hat, war tatsächlich, dass es ein progressiver, ein dynamischer Verein ist, der sich permanent weiterentwickelt hat und der einen Weg gegangen ist von einem Zweitligisten zu einem tatsächlich absolut gestandenen Erstligisten, Bundesligisten. Und deswegen war es für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich meinen Teil zu dieser weiteren Entwicklung beitragen möchte und ein Teil vom HC Erlangen sein möchte. Entsprechend freue ich mich sehr, hier zu sein heute. Ich freue mich sehr, diese Aufgabe anzugehen und gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten. Dann erkläre ich die PK für beendet und möchte nochmal auf unsere Saisoneröffnung am 22.07. am Hugenottenplatz in Erlangen hinweisen. Ihr seid natürlich alle herzlich willkommen. Danke. Auf geht's Erlangen, auf geht's Erlangen, Rot-Blau-HCE!